So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute ist Hortentag Nummer 2, also 2 Tag 14. Tag 7 hat wahrscheinlich geklappt. Das ist jetzt die zweite Horte. Sehr gut, die Minen haben sich schon mal gefunden. So, bisher läuft alles noch, wie es sein soll. Ich falle alle da runter in die Falle da unten. Bis jetzt kam noch keiner durch. Sehr, sehr gut. Gut, läuft einwandfrei hier. Das war nicht schön. Ich habe diesmal viele Polizisten. Ich bin gespannt, ob wir uns da Level abkriegen heute. Okay, diesmal kommen sie noch von da. Gut, kommt alle nur da. Die Fallen kann man leicht wieder ersetzen, so viel Eisen habe ich noch. Also bisher läuft sie gut, die Hortennacht hier. Boah, ist der Raubber, ist der weit weggezogen, der Hund. Geier, oder was? Jawohl, 3 Punkte habe ich schon. Ich überlege mir, ob ich da 2 mache. Schon wieder eine Geier oder was? Und die sind auch wieder am Start, aber die kommen alle nicht weit. Auch weg. Ja, diesmal haben wir viele Hunde, Polizisten vor allen Dingen. Ist der weggeflogen eben? Ach, bis jetzt habe ich meine Horde besser reingeflogen. Nachladen. Währenddessen können wir unsere Base hier noch ein bisschen verstärken. Was machen die zwei denn hier? Die habe ich nicht gesehen, ne? Zum Glück habe ich alles noch verstärkt. Ich habe vor der Hortennacht hier noch ein bisschen was verstärkt. Dass wir jetzt so untergehen.
Grundlage nach oben bist, dürfen sie nicht. Das war gut. Das war eine gute Zusammenarbeit. Ne, wir tauschen gerade mal kurz aus. Wenn ich mal Ruhe hab. Ah, hinter dem Ticket klappt schon wieder viel besser. Der braucht zwar ein bisschen mehr Power, aber. Die habe ich noch nicht angedichtet hier. Das war ein 5er Bohrer eben. Ich glaube, da will einer was von mir. Ich habe eine Tür von dem Zwerg gezogen. Kann ich dagegen was machen? Habe ich dagegen was? Vielleicht im Lager. Da will ich noch wissen, hä? Sage, das Wasser ist, kommen noch welche. Wir gehen aber trotzdem mal raus und looten mal. Denn wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, wieder reingehe, habe ich die gleiche Kacke wie jetzt gerade. Und tut es weh? Nein, gut. Guckt euch mal die viele Beute hier an. Ja, das Rezept kennen wir leider schon. Was ist hier drin? Eine 6er Axt, das ist gut. Boni ist auch gut. Eine Schatzkarte. Munition, Kohle. Was noch? Den Schaufelmod. Munition. Den lese ich mal. Den benutze ich auch mal. Den nutze ich. Die esse ich mal. Zerlege ich mal. Die esse ich auch wieder. Zerlege ich auch mal. Also keine Reparaturkit dabei. Guck, jetzt habe ich total vergessen. Honig. Die 5er Schaufel nehme ich gleich. Ich esse gerade das hier. So, in die hier hin. Komm, den kann ich auch. Ja, komm, den wäre schon weg. So, mache ich es eben so. Denn da passen mehr Mods rein als hier. Auf der Schaufel hier, die Farbe nehme ich natürlich auch aus. Die kann ich dann für gutes Geld verkaufen. So, verändern. Kann man wieder eine gute neue Schaufel nehmen, auch wieder mit. Die tun wir mal essen. Die Schnetzerbälle ziehen wir uns auch mal rein. Ich will auch mal essen. Das zerlegen wir mal.
So. Ja, ich treffe halt, habe halt ein bisschen was abgekriegt, aber das war mir klar. Ja, ein bisschen was. Guck, also nicht viel. Da muss ich halt ein bisschen was reparieren. Da war auch noch eine Kiste. Keine Kiste, sondern ein Sack. Ein Loot-Sack. Geld drin sogar. Ein paar Stiefel. Was zu essen. So. So, dann mache ich ein paar Spikes. Mal gucken, ob ich ein Schützengewehr hinkriege. Das würde uns nämlich weiterhelfen. Das Schützengewehr. Ich weiß nie, warum die heute bei mir mal so schnell vorbei ist. Keine Ahnung. Schieße ich die Leute so schnell ab oder was? Oder ich weiß nicht, was da vor sich geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die heute Nacht gut überstanden. Mit viel Bum Bum. Jetzt muss ich aber erstmal unser... Nee, das war's nicht. Da kommt noch Essen rein. Unser Inventar mal kurz leer machen hier. So, wir haben ein bisschen Eisen zum Schmelzen. Acht Steine. Ich kann jetzt ein bisschen Eisen machen. So, was haben wir denn noch da? Oh, ich habe keinen Fuß gebrochen. Oh, ah, die Punkte können wir jetzt noch verteilen. Das können wir jetzt auch noch machen. Ja, erste Verbindung muss ich auch noch gucken. So, hier, wir haben 3 Punkte zu vergeben. Ich will endlich mal da weiterkommen, hier. Also quasi hier, da bräuchte ich Stufe 3. Na komm, machen wir das gerade hier. So, da haben wir noch einen Punkt. Den will ich ganz gerne hier reinstecken. So. Dann brauche ich noch einen Verband. Einen Verband, bitteschön. So. Ja, es wird Zeit, dass ich drüber weiterkomme. Benutze ich mal eins. So, 6 Minuten. So, ich habe viel für den Händler. Da muss ich aber vorher noch die 2 Dinger rausmachen. Kann ich die zerlegen? Die. Ich habe die falsche zerlegt. Kann ich jetzt nochmal. Gott. Die wollte ich zerlegen. Habe ich keine Reparatur? Gibt es mehr da? So. Ah, das muss so. Die rein. Hier rein, die da rein. Bohrer muss ich gucken, was wir für ein Bohrer. Ich glaube, wir haben nur 4er, oder? Ja, dann können wir den auch. Ja, die können wir auch verkaufen hier, die Feuerwehraxt. Also den können wir verkaufen, den können wir verkaufen, den behalten wir. So, die können wir auch behalten. Das So, das können wir alles zur Verkaufskiste tun. Der auch. Und da gucke ich mal, ob ich einen Schlagschrauber bauen kann noch. Schlagschrauber. Brauche ich Motorteile? Okay, Motorteile. Gucken wir erstmal nach Motorteilen. Das haben wir mal. Motorteile. Haben nur 6, wir brauchen 12. Wie viel kommen raus, wenn ich den jetzt zerlege? Einer wahrscheinlich nur, oder? 4, das ist gut. Dann sind wir schon bei 10, dann brauchen wir noch 2 Stück. Dann kann ich mal, also warte, ich muss die Mods erst raus tun, sorry. Ich muss erst den Mod und den Mod raus tun.
Damit ich dann die Farbe rein tun kann, das verändern kann, das und das hier. So. Ist da keine Motorteile mehr drin. Ich kann aber die Säge zerlegen. Die habe ich da irgendwo reingetan. Ich weiß, ich habe eine Ordnung wie wieder am Bett. Ich finde sie gleich da. Dann tun wir die noch zerlegen. Kriegen noch ein bisschen Benzin raus. Immer etwas. Genau, nach dem Gewehr-Dinger wollte ich auch mal gucken, ob wir ein Schützengewehr bauen können. Das ist hier Scharfschützengewehr. Das passt, da brauchen wir noch 10 Klebeband. Haben wir auch. Was war's noch? Kunststoffteile. Kunststoffteile und Federn. So, dann fangen wir an, noch ein paar Gewehre zu bauen. Das hier, nee, das war's. Stufe 1. Nee, Stufe 1 bringt mir nichts. Ich brauche doch eher einen Schlagschrauber. Das passt, brauchen wir noch mechanische Teile. Holen wir gerade noch mechanische Teile her. Haben wir auch noch genug? Okay, wir müssen auch irgendwo wieder sammeln, geht an mechanische Teile. Schlagschrauber. Das war nur Stufe 4, aber vielleicht finden wir einen Stufe 5er noch. So, da läuft noch 4 Minuten. So. Fangen wir hier alles wieder rein. Was rein gehört. Ich habe noch ein bisschen Eisen, das will ich ganz gerne hier noch in die Schmiede noch packen. Morgen, also nach der Folge, mache ich dann eine Verkaufstour mit euch. Dann fahren wir die einzelnen Händler ab und gucken, was wir so loskriegen. Jetzt habe ich das Klebeband weggetan, ich trocke. Klebeband, so, ich glaube, dafür braucht Reparatur, geht's, oder? Ne, wir machen erst nur, ja, 20 Stück reichen erstmal. Auch wieder da rein. Beton kommt hier rein, dann kann ich nämlich die Sache hier alle mal reparieren. Die kann ich nämlich auch wieder reparieren, die Knarre hier. So. Werkzeug mal 2. Ja, ich muss die Kiste hier unbedingt anders sortieren hier. Aber ich bin auch dabei, unser neues Gebäude zu bauen. Ich brauche halt meine Zeit damit. Jetzt diese Spitzhacke schön bauen. Das kommt dahin, hierhin. Und das Essen brauchen wir auch noch. Wir müssen unbedingt auf Nahrungssuche gehen. Aber gerade müssen wir auch noch weiter bauen. Also es gibt noch einiges zu tun heute. Also in den nächsten paar Folgen. So, das kommt da rein. Das kommt woanders da rein. Das auch. So. Das kann man damit reintun. Das kommt hier rein. Kleber haben wir auch noch. Leder kommt da raus. Kommt hier rein. Also Leder haben wir genug. An Leder brauchen wir uns eigentlich nicht mehr zu richten. Stahlwerkzeuge brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die 6er finden wir erst noch. Das heißt also, das kann raus, das kann raus und das kann raus. Das kann auch verkauft werden, das kann verkauft werden. Ich könnte eigentlich schon mal alles mitnehmen, was ich verkaufen möchte. Das kann wieder rein, das kann repariert werden, das hier. Warteschleife voll, warum? Achso, ja, ich habe ja das Ding ja noch laufen.
So. Genau, ich nehme alles, ich nehme ein bisschen was mit zu verkaufen dann. Dass wir dann besser vorbereitet sind für den Verkauf. Benzin brauchen wir noch, das passt. Das kommt wieder unten rein, das kommt wieder raus, der Pinsel. So, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So. Wir haben noch 42 Spikes, das brauchen wir aber jetzt nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Horde. So, Hammer, Hammer, Hammer. So, da habe ich ein paar Reparaturkits. Kann ich jetzt was reparieren? Immer noch nicht. Braucht ein bisschen, okay. So. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, stimmt, der Warteschleife ist ja immer noch voll. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Immer noch voll. Oh, wie lange dauert denn das noch? Noch 29 Sekunden. Okay, dann warten wir so lang. Die will ich mitnehmen. Die will ich dann. Ja, warum bringen die mehr als die? Warum, Junge? Ich bin da jetzt. Ich bin irgendwie ungeduldig heute. Jetzt geht's weiter. Mit dem Reparieren. Die will ich mitnehmen. Da tue ich noch Mod rein. Dann ist sie noch wertvoller. Ich guck mal, ob ich da irgendwo noch Mod habe. Die kommt auch wieder mit. Die kann ich auch verkaufen hier. Ich tue gerade den hier rein. Kriegt mich auch noch ein bisschen Kohle und wir haben wieder mehr Platz in der Kiste hier. Was können wir da noch? Den können wir noch verhökern hier. Das stecke ich aber dann da rein. Jetzt zerlegen. Oh, Scheiße. Ich war zu langsam. Ist also egal. Nehmen wir die halt. Ach Gott, das waren so eigene. Ich habe gerade meine eigene kaputt gemacht. Kann man so bescheuert sein? Cool, jetzt kommt er von mit schnell, schnell. Wenn alles schnell, schnell gehen soll. So, die können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen, die kommt da runter. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das Silber nehmen wir mit. Das kann man hier rein tun. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Händler. Dass wir da ein bisschen was verkaufen kriegen können. Die ist leer, das ist gut. Dann können wir die Ratch hier nämlich auch wieder verkaufen hier. Bringt auch wieder ein bisschen Kohle. Ich nehme vorhin noch ein bisschen Geld mit. Da sehen wir irgendwas Geiles, was wir unbedingt brauchen. So, ich habe ja schließlich noch ein bisschen Zeit hier. So. Nein, da haben unsere 6er, ja. Dann wir die hier auch zum Verkauf anbieten. So, wir haben einiges zum Verkaufen, kann ich sagen. Das Gewehr bringen wir wieder weg. So, dann fahre ich aber trotzdem mal zur Händlerin. Ich werde schließlich zu der weitesten, nicht zu dem fahren, sondern woanders stehen. Ich habe bloß vergessen zu markieren, wo der nächste Trader ist. Da ist auch ein Trader. Der kann zu dem hin. So.
Denn die Scheune hält auch nicht mehr lang und da muss ich auch wieder irgendwann weiterbauen hier. An dem Kunstwerk. So. Jetzt geht's aber erstmal zum Trader. Zum geilen Trader geht's jetzt. Okay, ob der geil ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir noch in der Hortennacht. War der wieder Blei? Ah, nee, war nur ein Holz. Stimmt, ich hab gedacht, das wäre Blei. So. Jetzt ist mir klar, dass ich jetzt dagegen fahren muss. Das war immer so was von klar. Eva, ist irgendwas im Spiel aufgekloppt? So, da ist auch schon der Trader. So, mit diesem Bit möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Tschüss, euer Bike, bis seid. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.